Also meine Damen und Herren, es ist wieder mal Zeit für Clinical Journal Club für diese Woche. Und der Rätselfall aus dem New England Journal, es geht um einen 47-jährigen Mann aus Laos, der hat eine bekannte Dermatomyositis. Und in kürzester Zeit entwickelt der Bauchschmerzen, Fieber, blutigen Stuhlgang, Hämoptysen und einen ziemlich schrecklichen Ausschlag. Leider haben wir das alles nicht bekommen, wir nur diese Biopsie zu sehen. Und wir sollen sagen, was die Diagnose ist. Tenia solium ist der Schweinebandwurm. Amöben sind im Angebot. Capillaria ist eigentlich ein Parasit, ist auch ein Wurmparasit von Tieren. Der Peitschenwurm ist an vierter Stelle. Und dann Strongyloides stercoralis. Und wir können uns hier diesen Ablauf hier uns vielleicht vorstellen. Hier ist ein Mann mit einer Autoimmunerkrankung, der wahrscheinlich immunsupprimiert behandelt wird. Und dann auf einmal kriegt er diese Explosion von einer dieser Parasiten. Dieses Krankheitsbild kenne ich zufälligerweise und dieses Strongyloides stercoralis. Und was hier passiert, dies ist im Prinzip ein Hakenwurm. Und dies ist ein Hyperinfektionssyndrom, wo die Immunosuppression dafür geführt hat, dass dieser Wurm dann autoinvasiv wird, dass die Larven, die von den Eiern, von den Adultformen freigesetzt werden, dann durch die Darmwand wieder sich bohren und im ganzen Körper verteilt werden. Dies ist ein ziemlich gefährliches Krankheitsbild. Nächste Woche werden wir mehr darüber erfahren. Wir können hier diese Larven sehen. Dies ist eine Hautbiopsie, nicht eine Muskelbiopsie. Diese sind lauter Kollagenfasern. Hier ist wahrscheinlich ein Gefäß mit irgendwelchen Zellen und können die Kerne hier erkennen. Und dieses Gebilde ist eine Larve von Strongyloides stercoralis. Diese Patienten haben meistens auch eine massive Eosinophilie, das heißt über 30%. Werden wir nächste Woche herausfinden. Und also Strongyloides ist ein Zwergfadenwurm, ist im Prinzip ein Hakenwurm. Und dies ist eine Larvform und dieses kleine runde Gebilde hier soll ein Amöber sein, aber nicht Entamöber histolytica. Und der Ablauf von dieser Krankheit, es geht so, die Larven, wenn man ohne Schuhe irgendwo rumläuft in Vietnam oder Laos, penetrieren dann die Haut. Die sind dann in der Blutbahn, penetrieren die Lungenschleimhaut, werden hochgehustet, runtergeschluckt, nisten sich ein im Dünndarm, Hakenwürmer, fressen Erythrozyten, bilden mehr Larven, die werden dann im Stuhl ausgeschieden, zusätzlich mit den Eiern. Aber wenn die Patienten immunsupprimiert sind, kann es zu einer Autoinfektion führen. Und das ist, was hier passiert ist bei diesen Patienten. Dies ist der Schweinebandwurm, der ist auch ziemlich unfreundlich. Der kann mehrere Meter lang werden. Wenn man hier eine schlechte Currywurst zu sich nimmt, die die Zysten von dem Schweinefleisch enthalten, dann schlüpfen dann die Larven raus, bilden dann den Bandwurm. Der Mensch ist dann der Hauptwirt. Ausgeschieden werden diese Proglottiden, die Eier enthalten. Und die lauern dann auf das nächste arme Schwein, das vorbeikommt und die irgendwie aufnimmt. Dann ist das Schwein der Zwischenwirt. Bei diesem Krankheitsbild ist es auch möglich, dass der Mensch Zwischenwirt wird. Alles ein bisschen schwer auszusprechen. Und wenn das der Fall ist, dann kriegt der Mensch Zystozerkose. Das ist auch ziemlich unfreundlich und das kann auch zu einer massiven Eosinophilie führen. Dann das nächste Krankheitsbild. Dies ist Entamoeba histolytica. Und dies sind Amöben und die werden aufgenommen als Zysten und es gibt mehrere Amöben, die sitzen auch, wir tragen vielleicht manche mit uns, die tun uns nichts, die sind im
Stuhlgang vielleicht zu identifizieren, aber Entamoeba histolytica bildet diese Zysten und diese Zysten enthalten vier Kerne, das kann man unter dem Mikroskop sehen. Und wenn man die adulten Formen sieht und sieht, dass die lauter Erythrozyten gefressen haben, dann ist die Diagnose im Prinzip gestellt und hier sind mehrere Beispiele davon. Diese Amöben können ziemlich unfreundlich sein und auch durch die Darmwand dringen und Leberabszesse und sogar Lungenabszesse induzieren, aber die machen keine massive Eosinophilie und die machen nicht diesen massiven Ausbruch bei Immunosuppression, wie es bei diesen Patienten jetzt gezeigt worden ist. Dies ist Capillaria, dies ist auch ein Nematode, ein runder Wurm, Haarwürmer werden die genannt. Die Eier haben diese komischen Deckel auf beiden Enden. Sieht eigentlich ähnlich aus wie Peitschenwürmer-Eier. Menschenbefall bei diesem Wurm ist Gott sei Dank ziemlich selten. Und das sieht man eigentlich bei Hunden und Ratten und anderen. Auch bei Geflügel können diese Infektionen vorkommen. Und das dazu. Dann dies ist der Peitschenwurm, genannt, weil er diesen komischen Prozess hier hat, das aussieht wie eine Peitsche. Und diese Eier haben auch diese komischen Deckel an beiden Enden. Dieser Wurm lebt im Dünndarm und ist nicht ganz so unfreundlich wie der Hakenwurm. Das erste, nächste Thema im New England Journal ist auch ziemlich kompliziert. Es geht um Wächterlymphknoten und die sind bei, von denen lernen wir bei der Behandlung von Mammakarzinomen, wo man besonders achtet auf Wächterknoten, die in der Axilla liegen, um zu sehen, ob der Tumor, der rausgenommen wird, metastasiert hat, ja oder nein. Und diese Wächterknoten können dann auch mit unterschiedlichen Kontrastmitteln identifiziert werden, sodass die Chirurgen das erkennen und dann diese Wächterknoten biopsieren. Es gibt aber bei anderen Tumoren kann man auch Wächterknoten berücksichtigen und darum geht es eigentlich in dieser nächsten Arbeit. Es geht um den schwarzen Hautkrebs und was Sie darüber wissen sollen, sind wieder diese ABCDE-Regel. Das sind asymmetrische Gebilde mit einem unregelmäßigen Rand. Die Verfarbung ist heterogen, anstatt hellere Arealen, dunkle Arealen. Bei manchen sind sie überhaupt nicht dunkel, wie wir schon erfahren haben. Durchmesser größer als 5 mm und auch wenn man nachweisen kann, dass dieses Ding größer wird, ist das gefährlich. Und Gebilde, die in kurzer Zeit entstanden sind, auf sonst flachem Grund. Also diese Regel sollte man als Allgemeinkliniker wissen, sodass man weiß, welche Läsionen hier auf alle Fälle biopsiert werden sollen. Jetzt, wenn Leute befallen sind mit diesem schwarzen Hautkrebs, wird natürlich eine Biopsie durchgeführt, um zu sehen, wie dick der Tumor ist und dann eine Strategie muss entworfen werden, was hier gemacht werden soll. Und hier kommen Wächterknoten auch in Frage. Und dann muss man wissen, wie die Lymphdrainage jetzt gerade ist in der Region, wo dieser Tumor jetzt vorhanden ist. Und hier werden auch Wächterknoten biopsiert. Und die Strategie ist es, dass wenn ein Wächterknoten befallen ist, dann wird das Lymphgewebe in diesen benachbarten Regionen herausgenommen und das nennt man eine komplette Lymphdissektion. Jetzt die Kontroverse bei diesem Tumor ist es ist nicht ganz klar, Wächterknoten positiv, schlechte Nachricht, aber ob diese komplette Dissektion notwendig ist oder dem Patienten hilft, ist nicht 100% belegt. Man könnte sich auch vorstellen, dass diese Lymphknoten dienen ja den Zweck, um Krebszellen aufzufangen und wenn die entfernt sind, könnte das vielleicht sogar die Prognose verschlechtern. Also das sind Überlegungen und in dieser Studie, ich habe den Ablauf hier gegeben, hier sind Leute mit schwarzen Hautkrebs, die haben dann Wächterknoten biopsiert bekommen und wenn der Knoten positiv sind, dann sind sie randomisiert worden zu einer kompletten Dissektion oder keine, nix.
Und dann sind auch Patienten, die sind Wächterknoten negativ, aber wenn man mit PCR und anderen genaueren molekularbiologischen Methoden nachweist, sind sie doch wirklich positiv, obwohl der Pathologe keine malignen Zellen gesehen hat. Diese Leute hat man mit eingeschlossen und hat die auch randomisiert. Also dies ist eine ziemlich wichtige Studie, die heißt die Multicenter Selektive Lymphadenektomie Versuchsstudie MSLT2. Und wenn Sie mit solchen Patienten zu tun haben, dann werden Sie bestimmt diese Studie dann genau wissen sollen. Und die Hypothese war es ging darum, um den Wert von einer kompletten Lymphknotendissektion bei diesen Patienten mit Wächterknotenmetastasen hier aufzuklären, ob das den Leuten hilft oder nicht. Und hier sehen wir die Dissektionsgruppe und die Gruppe, die beobachtet worden sind, über 800 Patienten in beiden Gruppen und natürlich eine ziemlich lange Beobachtungszeit. Und die Tumoren werden dann auch bewertet bezüglich wie dick der Tumor dann in die Haut reinragt, was Millimeter hier angeht und wo die Tumoren dann gefunden worden sind, Arm oder Bein oder Hals oder Kopf oder Torso und ob sie ulzeriert sind, ja oder nein und dann Wächterknoten. Ob sie RT-PCR positiv sind oder ob sie dann malignen Zellen dann histologisch dann determiniert sind. Und was wir hier sehen, ist, die Beobachtungszeit ist 10 Jahre. Und erstens die gute Nachricht, dies ist eine schlimme Krebsform. Aber nach 10 Jahren sind die meisten Patienten mit Wächterknoten positiven Befund, sind noch da. Das finde ich schon ziemlich gut. Aber was wir hier sehen können, das ist die Wahrscheinlichkeit, melanomspezifisches Überleben ist bei der Beobachtungsgruppe und der Dissektionsgruppe nicht signifikant unterschiedlich. Die Leute, die malignen Zellen haben, die pathologisch dann festgestellt worden sind, haben einen schlechteren Verlauf als Leute, die nur RT-PCR positiv sind. Aber auch bei diesen Patienten war kein signifikanter Unterschied zu finden. Dann hier prognostische Faktoren sind hier gebildet und dies sind dann in diesen beiden Gruppen dann verglichen worden. Und dann unterschiedliche Untergruppen. Die Leute, die ihre Knoten rausbekommen, alle sämtlichen Knoten eine komplette Dissektion hatten, wenn die Metastasen hatten in den anderen Knoten, dann hatten die einen schlechteren Verlauf. Also man hat schon prognostische Informationen da vielleicht rausbekommen. Aber die hatten natürlich mehr Lymphödeme und Folgen von einer kompletten Dissektion, bezogen auf wo dies gerade war. So folgern die Autoren, ist vielleicht ein bisschen Vorteil mit einer kompletten Dissektion, was Staging anbelangt, aber diesen Vorteil kommt dann darüber hinaus die Kosten von erweiterten Komplikationen. Und hier können wir uns ja unterschiedliche Untergruppen sehen und hier sind die Zahlen natürlich zu klein, sodass man eine statistische Signifikanz hier deuten kann. Und dann wird dieses Thema natürlich auch von Experten diskutiert und das wird wahrscheinlich immer noch kontrovers sein, aber letztendlich unterm Strich ist es so, dass krankheitsfreies Intervall bei den Leuten mit einer kompletten Dissektion im Vergleich zu der beobachteten Gruppe über einen Zeitverlauf von 10 Jahren nicht signifikant unterschiedlich war. Kann die Therapien anschließend auch vergleichbar? So viel ich weiß, ja, aber das wurde in dieser Veröffentlichung nicht in großem Detail dargestellt. Das nächste Thema ist die Sepsis und hier ist wichtig zu erkennen, was die Kriterien sind, eine Sepsis festzustellen. Eine Sepsis deutet eigentlich auf Blutvergiftung, aber die Diagnose kann man erst stellen, wenn Blutkulturen für irgendeinen Erreger positiv sind. Und die meisten Leute kommen natürlich früher rein als das. So beachtet man Leute, die auf einmal plötzlich krank geworden sind, die eine veränderte Körpertemperatur, überwiegend Fieber, aber manchmal auch zu kühl, unter 36 Grad, Tachykardie sollte man beachten, Tachypnoe, ganz wichtig, und hier muss man
halt die Geduld haben, die Atemfrequenz tatsächlich zu zählen oder jemand beauftragen, der das dann wirklich macht, anstatt einfach nur hinzuschreiben, normal oder was auch immer. Leukozytose ist wichtig, aber Leukopenie kommt auch in Frage und dann eine Linksverschiebung im Differentialblutbild ist wichtig zu beachten. Und dann Laktat sollte gemessen werden und dann muss man sich entscheiden, soll ich eine zielgerichtete Kreislauftherapie durchführen, ja oder nein? Und dieses Thema kam Anfang des Millenniums auf, war eine Studie im New England Journal mit dieser zielgerichteten Kreislauftherapie. Das war ein einzelnes Zentrum, aber in dieser Studie konnte man zeigen, dass Leute, die aggressiv behandelt werden, was sofortige Antibiose, intensives Monitoring, Kreislauf, vasoaktive Medikamente, Bluttransfusionen bei Patienten mit Hämatokrit unter 30, wenn man das alles durchführt innerhalb 6 Stunden und dann erst die Patienten dann ins Krankenhaus dann reinlässt auf Intensivstation, fahren sie besser, als wenn dies nicht getan wird. So meines Erachtens geht es darum, was kriegt die Kontrollgruppe im Vergleich zu was die Interventionsgruppe bekommt. Ein Aspekt ist es, ein zentraler Zugang, ZVD zu messen, auch arteriellen Katheter zu haben, um arteriellen Druck genau zu messen und die Abnahme von zentralvenösen Blutproben, um Sauerstoffsättigung im gemischt venösen Blut zu bestimmen und Laktat zu messen. Das sind Bestandteile dieser zielgerichteten Therapie. Dann in den nächsten 15 Jahren gab es viel Kontroverse, ist denn das Ganze wirklich notwendig oder ja oder nein? Und es sind zu diesem Thema tatsächlich 3 randomisierte, kontrollierte Studien gelaufen. Und dies in New England Journal ist eine Auswertung von Ergebnissen von allen 3 Studien. Im Prinzip ist dies eine Meta-Analyse. Und diese Leute nennen sich die PRISM Investigators. Es geht um protokollisierte Wiederbelebung bei Sepsis. Und natürlich, die Sepsis-Leute sind älter und Männer und Frauen sind beide vertreten. Und wo die Infektionseintrittswunden sind, kann ja überall sein. Und das war in diesen Gruppen natürlich gleich. Es geht um beinahe 2000 Leute in diesen beiden Gruppen mit zielgerichteter Therapie und Usual Care, was auch immer man darunter versteht. Und Laktatspiegel, Laktat sollte 1 Millimol pro Liter weniger sein. Also diese Leute haben erhöhte Laktatspiegel und die Apache-Auswertung, wie krank sie sind, also beide Gruppen sind krank, gleich krank. Gut. Und dann, was wir hier sehen, ist die Leute mit der zielgerichteten Therapie verbringen ein bisschen länger auf ITS, als die Leute, wenigstens diejenigen, die nicht gestorben sind, als die Leute, die Usual Care bekommen haben. Und sonst sind da nicht sehr viele signifikante Unterschiede zu sehen. Aber es ist natürlich, umso länger man auf Intensivstation verbringt, umso mehr sind die Kosten, die dadurch verursacht werden. Das ist klar. Und was wir hier sehen, ist in dieser Auswertung, wie in den 3 einzelnen Studien, würde man dann nichts anderes erwarten, dass das Gesamtüberleben der zielgerichteten Gruppe und in der Usual Care, übliche Versorgungsgruppe, nicht unterschiedlich war. Das galt auch für die Leute, die am kränksten waren, was hohe Laktatspiegel anbelangt. Und das Ganze deutet darauf hin, dass vielleicht dieser Aufwand bei der zielgerichteten Therapie vielleicht nicht so notwendig ist. Das wird dann weiter diskutiert und ich glaube, dies ist eine wichtige Aussage der Autoren. Es kommt natürlich, man kann sagen, das war eh alles Quatsch oder man könnte das auch interpretieren, dass die Versorgung der üblichen Behandlung, Usual Care Gruppe, sich in den letzten 15 Jahren geändert hat, sodass Usual Care vielleicht besser ist heute, als es im Jahr 2000 war. So würde ich das deuten. Aber das kann man eigentlich von dieser Auswertung dann auch nicht genau feststellen. Können wir noch weiter diskutieren.
Dann das nächste Paper im New England Journal, geht es darum, wie schnell man diese Eingriffe dann anwendet. Und New York ist vielleicht ähnlich als Berlin. Berlin hat ihre Stadtkrankenhäuser einer Gesellschaft übergeben, weil es billiger sein soll, das heißt Vivantes. Aber die Politik hat immer noch sehr viel zu sagen. Das ist in New York nicht anders. Und in New York hat die Politik entschieden, dass bitteschön alle die Leute, die in Notaufnahmen in New Yorker Krankenhäuser arbeiten, sollen so, bei Patienten, die Sepsis-Kriterien entsprechen, sollen die Blutkulturen abnehmen, Laktat messen, Antibiose starten und Flüssigkeit infundieren, wenigstens diese Maßnahmen ergreifen. Und dann hat man nach 15 Jahren geguckt, ob die Leute in den Notaufnahmen das wirklich gemacht haben. Und dann haben sie das so ausgewertet, was ist in den ersten 3 Stunden Notaufnahme passiert, was ist dann in den nächsten 3 Stunden Notaufnahme passiert. Und also dies sind 3 Stunden Bündel. Und haben sie die Kriterien entsprochen oder auch nicht? Und dann hat man ausgewertet, wie es den Patienten ergangen sind, wo diese Kriterien sofort gemacht worden sind, im Vergleich zu den Patienten, wo es getrödelt worden ist und wo sie nicht gemacht worden sind. Also was waren diese Bündel nochmal? 3 Stunden. Na, ich würde denken, innerhalb 3 Stunden, das sollte man in 10 Minuten machen. Wird eine Verdachtsdiagnose gestellt, werden Blutkulturen abgenommen, werden Laktatspiegel abgenommen, wird eine Antibiose verabreicht. Und in den nächsten 3 Stunden sollte man wenigstens den Leuten vielleicht 30 Milliliter pro Kilogramm Kristalloid, Styrofundin oder was auch immer ihre Lieblingsflüssigkeit ist, diesen Patienten das verordnen. Und dann hat man geguckt, also es geht um viele Patienten, über 100.000, und ob das gemacht worden ist. Und so ist diese Auswertung dann erfolgt. Und der erste 3-Stunden-Bündel ist dieser lila Strich, und Gott sei Dank, nach einem halben Tag sind wir beinahe auf 100%. Und dann haben sie eine Antibiose gekriegt und das läuft sogar ein bisschen besser. Und dann haben sie eine intravenöse Flüssigkeit. Und was wir hier sehen, ist, das hätte ja eigentlich alles innerhalb 3 Stunden passieren sollen. So flott war das auch nicht. Aber so konnte man einen Vergleich ziehen, ob diese Strategie überhaupt was bringt. Und dann hier ist abgebildet, waren die Leute krank genug? Und ich glaube, ja. Männer, Frauen, Leute mit Sepsis sterben sind eher wahrscheinlich im Krankenhaus zu sterben. Und darum ist dies ein bisschen nach rechts verschoben. Und so sind dann hier die Patienten hier wie abgebildet verteilt. Und dann hier können wir gucken, ob das was geholfen hat. Und was wir hier sehen, der 3-Stunden-Bündel. Und was wir hier sehen, ist die in Krankenhausmortalität war besser bei den Patienten, die den 3-Stunden-Bündel tatsächlich innerhalb 3 Stunden bekommen haben. Dann steigt die Mortalität bezogen auf Verzögerung dieser Strategie. Das Gleiche, ist ja kein Staatsgeheimnis, bin ich auch nicht erschüttert mit diesen Ergebnissen, wie lange hat es gedauert, bis die Leute eine Antibiose gekriegt haben? Und diejenigen, die innerhalb 3 Stunden eine Antibiose kriegen, waren natürlich besser als die Leute, die erst nach 12 Stunden Antibiose kriegen. Würde ich hoffen. Interessanterweise, und das deutet vielleicht auf die PRISM-Ergebnisse auch ein bisschen, die Infusion von dieser zusätzlichen Flüssigkeit, 30 Milliliter pro Kilogramm, das würde ungefähr bei einem normalgewichtigen Mensch wäre es, bisschen über 2 Liter und bei den Durchschnittsamerikanern wahrscheinlich 3,5 Liter dann sein. Das hat eigentlich keine große Auswirkung gehabt auf in Krankenhausmortalität. Und hier sehen wir die Abläufe von den, es geht hier um 150 Krankenhäuser. New York ist ja auch ein bisschen größer als Berlin. Hier sind die Spitzenreiter, die haben beinahe alles erfüllt, 100% die Sachen erfüllt. Und dann sind die Trödler hier unten abgebildet und so sehen wir hier diese Verteilung von der Therapie. Also scheint es zu sein, dass umso länger es dauert, dass man diese Kriterien erfüllt, umso größer die In-Krankenhaus-Mortalität. Also die Hypothese hier ist anders als in der
PRISM-Studie, die wir eben angeguckt haben. Hier geht es darum, wie schnell trifft man Entscheidungen bei diesen schwerkranken Patienten. Und in der PRISM-Studie ging es darum, die gezielte Therapie im Vergleich zu Usual Care oder der üblichen Therapie. Das sind unterschiedliche Fragestellungen. Das war's für Sepsis von heute. Dann das nächste Thema geht es um Lithium-Anwendung bei schwangeren Frauen. Und die haben ja auch bipolare Störungen und andere psychiatrische Erkrankungen, wo diese Präparate angewendet werden. Und es geistert so in kleineren Beobachtungen, epidemiologischen Beobachtungen, dass vielleicht die Anwendung von Lithium bei diesen schwangeren Frauen teratogen sein könnte. Und spezifisch, dass es kardiale, kongenitale, zu kongenitalen Veränderungen führen könnte. Dies ist wieder mal eine große epidemiologische Auswertung, wo man Schwangerschaften verglichen hat bei Frauen, die nichts gekriegt haben, dann Frauen, die Lithium gekriegt haben während der Schwangerschaft und Frauen, die vielleicht ein anderes Präparat bekommen haben, das nicht mit Teratogenität vergesellschaftet ist. Das ist hier im Prinzip, was gemacht worden ist. Und Lamotrigin kenne ich auch nicht, aber das soll nicht teratogen sein. Und das wird auch angewendet bei für unterschiedlichen Krankheitsbilder, die hier verglichen worden sind. Also die Lithiumfrauen sind mit Lamotrigin-Frauen verglichen und Frauen, die nichts ausgesetzt worden. Und es geht große Zahlen, 1,3 Millionen, 600 von denen. Und dann nicht adjustiert und dann adjustiert für unterschiedliche Störvariablen, also 1 Million gegen 663. Und was wir hier sehen, Lamotrigin nochmal soll nicht teratogen sein und hier sind kardiale Veränderungen und zwischen 1,15 und 1,39, das ist nicht adjustiertes Risiko, da ist kein Unterschied, aber wie ist 2,41 bei Lithium und das sieht ein bisschen höher aus und dann nicht kardiale Malformationen ist das Muster eigentlich ein bisschen ähnlich. Und dann insgesamt hier, wenn man diese Sachen bündelt, dies sind nicht massive Auswirkungen, aber immerhin bei der Lithiumgruppe ist ein bisschen höher als Lamotrigin oder keine Medikamente. Und das wird dann so auch, haben sie dann eine Auswertung durchführen können, bezogen auf Dosis von Lithium, wie viel Lithium diese Frauen bekommen haben. Und hier sehen wir einen mutmaßlichen Dosiseffekt und bei Lamotrigin sieht man so einen Effekt nicht. Und das ist dazu. Dann hier ist dieser unglückliche 27-jährige Mann, der kommt zu einer Notaufnahme, hat einen Krampfanfall. Der hat auch seit 3 Jahren hat er Kopfschmerzen, ist nicht so schlimm, haben wir ja alle Leute Kopfschmerzen innerhalb 3 Jahren, aber der fällt auch andauernd hin. Da geht er zum MRT, da kann man schon sagen, ja, kann schon verstehen. Vielleicht sollte man den mal auch Gangposition mal beobachten und Mini-Mental bei dem machen, würde mir vielleicht auch einfallen, aber darüber wird nichts berichtet. Dies ist eine Arachnoidalzyste, dass dieser Mensch mit sich geschleppt hat, über Jahre, wahrscheinlich vielleicht über vielen Jahren, da haben die einen Shunt da reingebaut, hat ihm aber nicht sehr viel geholfen. Nämlich er hat immer noch Krampfanfälle und Kopfschmerzen. Und dies ist dieses Morbus Mondor von letzter Woche und tatsächlich, dem haben sie irgendwelche nicht steroidale Antiphlogistika gegeben, aus Gründen, die mir nicht klar sind, nämlich es wurde nicht berichtet, dass das besonders wehtut und dann ist das weggegangen. Dann wird man befragt im New England Journal, habe ich auch ein bisschen dran teilgenommen. Es geht wieder um diese kontroverse, zielgerichtete Therapie bei Sepsis-Patienten, ja oder nein. Und man bekommt dann einen Patient vorgeschlagen, ist eine
Frau, die wiegt 70 Kilo, die hat Körpertemperatur von 38,6, Herzfrequenz ist 125, das klingt nicht gut. Blutdruck ist 85 zu 55, das ist auch nicht doll. Atmet 28 Mal pro Minute und man wird dann gefragt, was nun? Wir haben ja schon gesehen, wenn wir in New York sind, sollten wir wenigstens innerhalb 3 Stunden Blutkulturen abnehmen können und Laktat messen und eine Antibiose verordnen. Das wäre schon eine gute Idee. Aber dann wird man gefragt, soll man diesem zielgerichteten Protokoll folgen oder sollte man einfach nur nach klinischen Zeichen und Ablauf diese Patientin behandeln? Und das wird dann von zwei Experten kontrovers diskutiert. Eigentlich gefällt mir der zielgerichtete Ablauf ganz gut, nämlich dann weiß ich, dass jemand auf die Patienten ordentlich aufpasst, ZVD gemessen wird und Laktatspiegel abgenommen wird. Und ich fand es immer eine gute Idee, dass die Assistenten tatsächlich den gemischten Venösen die Sauerstoffsättigung gemessen haben, nämlich davon kann man den Sauerstoffhaushalt errechnen. Wie viel Sauerstoff wird geliefert innerhalb einer Minute? Wie viel wird extrahiert? Und wenn man wenigstens an diese Physiologie denkt, dann hat man ein bisschen bessere Ahnung von Sepsis. Und Kleinkinder kriegen Sepsis auch. Das ist nicht das Thema für heute. Aber sie sollten diese Sepsis-Kriterien von innen und außen kennen. Dann herrlicher Fall in New England Journal. Dies ist wirklich eine Wurst. Dies ist ein 14-jähriger Junge, der kommt in eine Notaufnahme, weil er nicht schlucken kann. Der kriegt eine Würgreaktion, wenn er versucht zu schlucken. Und hat auch Stridor, während er schläft und geht ihm schlecht. Und der kommt rein und wird dann auch untersucht und darüber wird hier alles berichtet. Und der hat so eine Angst vorm Schlucken, beinahe als hätte er Tollwut oder sowas ähnliches. Da wird lauter Blut abgenommen. Und was wir hier sehen, ist, der Serum-Calcium-Spiegel, die sind Milligramm pro Deziliter, soll ungefähr 10 sein, der hat ein Serum-Calcium von 5. Und hat ein ionisiertes Calcium, das 1,3 sein sollte, von 0,5. Und er hat einen Phosphorspiegel von 10. Das heißt, diese Dinger sind umgedreht, wie sie sein sollte. Calcium sollte 10 sein, Phosphor sollte 5 sein und es ist umgedreht. Also dies ist eine profunde Hypokalzämie mit Hyperphosphatämie. Was könnte das sein? Na, Hypoparathyreoidismus wäre möglich, insbesondere wenn er vor kurzem an der Nebenschilddrüse oder an der Schilddrüse operiert worden war. Das war nicht der Fall. Und sein Parathormonspiegel sind 6-fach erhöht. Also Hypoparathyreoidismus ist dies nicht. Nämlich seine Parathormonspiegel sind hoch und dieses Parathormon sollte zur Phosphatorie führen und sollte zu erhöhten Calciumspiegel führen, aber das funktioniert nicht. Seine TSH-Spiegel sind auch hoch, nicht massiv hoch, aber höher als es sein sollte, obwohl freies Thyroxin ist okay. Dann werden hier auch andere Sachen berichtet. Ich glaube, ich habe die nicht so genau angeguckt, aber ich glaube, die sind in Ordnung, ihren Funktionen und Elektrolyte und Glucose und so weiter. Also, was hat der? Und es deutet ja auf einen Zustand, wo dieser Mensch erhebliche Resistenz hat gegen Parathormon. Sein Parathormon scheint nicht zu funktionieren. Und dieses Krankheitsbild wurde von diesem wunderschönen Menschen erst beschrieben. Der hieß Fuller Albright. Und der ist in 1900 geboren, in 69 gestorben. Ich habe noch einen Vortrag von dem gehört, als ich Medizinstudent war. Und der hat viele Sachen beschrieben. War ein wundervoller Endokrinologe. Aber er hat auch dieses Syndrom beschrieben. Resistenz gegen Parathormon. Und der konnte Parathormon gar nicht messen. Dieses Assay gab es nicht in den 60er Jahren. Aber er hat auch bemerkt an seinen Patienten, dass die Skelettveränderungen hatten. Die hatten kurze Finger, die hatten Brachydaktylie.
Und dann hat er auch Patienten gefunden, die waren mit denen verwandt, die hatten kurze Finger, aber die hatten keine Hypokalzämie. So redet man von Pseudo-Hypoparathyroidismus und Pseudo-Pseudo-Hypoparathyroidismus, sind alles ein bisschen verwirrend, aber heutzutage wissen wir, was mit diesen Leuten los ist. Und es geht um die Auswirkung von Parathormon, das einen Rezeptor binden soll. Das ist ein G-Protein gekoppelter Rezeptor. Und hier ist dieses eine G-Protein, das heißt G-Alpha-S. Und hier ist ein anderes G-Protein, das auch über diesen Rezeptor laufen kann, aber es geht im Prinzip um dieses. Und dann gibt es unterschiedliche Sorten von Möglichkeiten, die hier vorhanden sind. Entweder eine Mutation in G-Alpha-S, sodass dieses Signaltransduktionsweg nicht funktionieren kann. Oder unterschiedliche Sachen können hier Fehlregulation von diesem Mechanismus führen. Und es stellt sich raus, bei unserem Patienten, seine Finger waren normal. Und das ist typisch für eine Typ 1b Pseudohypoparathyroidismus, wo irgendein Defekt im Parathormonrezeptor, aber es geht um diesen Ablauf. Und da gucken wir unseren Patienten wieder an und der ist ein bisschen kleinwüchsig und seine Entwicklungsstadien sind hier alle beschrieben und andere Werte sind hier auch beschrieben und andere Tests sind hier gemacht. Und weil er solche schwere Hypokalzämie hatte, hat man ihn auch intensiv gelegt. Und er hat sich auch geäußert, er hat alle Schluckaktionen abgelehnt und hat gesagt, ich will nicht sterben. Und er hat auch einen positiven Schwarzschild-Zeichen und da haben sie auch ein EKG laufen lassen und die ST-Strecke war auch ein bisschen verlängert. Durch die geringfügige Erhöhung von Tyrotropin, von TSH-Spiegel und die Tatsache, dass er keine Knochenveränderung hatte, haben sie dann diese Diagnose von Pseudohypoparathyroidismus Typ 1b gemacht. Und die Molekulargenetik von diesem Ding wusste ich auch alles nicht. Aber die Allele der beiden Eltern sind eigentlich okay. Die haben man durchsequenziert. Es geht um GNAS, das ist das Gen, für dieses G-Protein G-Alpha-S kodiert. Und diese Sorte von Hypoparathyroidismus geht mit einem Methylierungsdefekt. Und dies sind Spontanmutationen, das ist nicht eine Keimbahnmutation. Die Eltern sind okay, die haben dies nicht. Aber bei diesen Patienten haben sie diesen Methylierungsdefekt gefunden. Und das wird hier alles in großem Detail beschrieben. Und wenn Sie Expertise haben wollen, auf was hier los ist, dann müssen Sie das selber im Detail hier angucken. Und was wir hier sehen, ist die Differentialdiagnose und was man hier erwarten würde bei diesen unterschiedlichen Sorten von Hypoparathyroidismus. PTH-Spiegel sind erhöht in allen, Blutkalzium sind erniedrigt im allen, Phosphatspiegel sind erhöht im allen. Dann kann man gucken, ob zyklisches AMP generiert wird oder nicht. Und das ist vermindert in diesen ersten drei Typen, aber eigentlich erhöht in Typ 2. Genau was die haben, habe ich schon wieder vergessen, aber wir müssen nochmal nachschlagen. Und Phosphatausscheidung ist natürlich bei allen Formen erniedrigt. Und das wird hier im großen Detail besprochen und es lohnt sich, diese Sachen mal durchzulesen. Dies ist ein faszinierendes Krankheitsbild, das ich auch schon gesehen habe. Wollte man wissen, was passiert mit der Spucke? Ja, die Spucke sammelt sich und das läuft dann raus. Die Behandlung hier, da bin ich nicht darauf eingegangen, aber man muss ja natürlich diese Calciumspiegel erhöhen. So hat man unterschiedliche Sachen und die Phosphatspiegel bitte schön senken, sodass man nicht Weichteilgewebe-Kalzifizierung bekommt. So kriegt er eher am Anfang intravenöse Calcium Supplementation, zusätzliches intravenöses Calcium,
Calciumgluconat haben sie wahrscheinlich gegeben. Sie haben ihnen auch Calcitriol gegeben, aber das hilft natürlich den Phosphatspiegel nicht. So am Anfang ist er mit Cervella mehr behandelt worden als Phosphatbinder, um das zu erniedrigen. Und letztendlich hat dies sich eingependelt, so dass er mit oraler Calcium-Supplementation zusätzliche Calcium ist er einigermaßen ganz gut über die Runden gekommen. Wie es dann langfristig geworden ist, habe ich nicht erfahren. Dann ein wichtiges Thema im New England Journal, geht wieder mal um Krebsdiagnose, Beispiel Mammakarzinom, und der Titel fand ich so witzig: Sind kleine Mammakarzinome gut, weil sie klein sind, oder sind sie klein, weil sie gut sind? Und das ist eine interessante Fragestellung, nämlich es wird vermutet, dass durch moderne Bildgebung und Screening und all was wir alles haben, dass vielleicht auch diese Krebsform, wie auch Prostatakarzinom bei Männern, überdiagnostiziert wird und dass unnötige Sachen zu diesen Patienten dann passieren, die vielleicht nicht hätte passieren sollen. Und man kann ja Mammakarzinome dann in ihrem Verhalten dann auch klassifizieren, ob Östrogenrezeptor positiv ist, ob der Progesteronrezeptor positiv ist und ob beide positiv sind oder ob diese beide negativ sind. Und den HER2 kann man auch bewerten, sodass man günstige und ungünstige Tumoren so unterscheiden kann. Man kann natürlich auch Mammaprint machen oder diese 71 Panels von unterschiedlichen Genen, die hier vielleicht involviert sind. Und dann hat man hier in dieser Abbildung Tumorgröße und die großen Tumoren, kann man sich auch vorstellen, sind ein bisschen unfreundlicher als die kleinen. Darum auch der Titel dieser Arbeit. Und bei Frauen, die unter 40 Jahre alt sind und auch bei Frauen, die über 40 Jahre alt sind. Und dann kann man die in günstig oder ungünstig klassifizieren, was Rezeptorexpression anbelangt. Und dann kann man auch ziemlich gut prognostizieren, was wird nach 10 Jahren passieren bei Frauen mit diesen Tumoren. Und vielleicht sind manche wären besser davon gekommen, wären sie nicht zum Doktor gegangen. Und das wird hier diskutiert und es wird eigentlich keine klare Antwort gegeben, weil es keine klare Antwort gibt. Aber immerhin kann man diese Sachen so bewerten, dass man wenigstens kann man sich entscheiden, bei dieser älteren Dame vielleicht, wie aggressiv sollte ich hier vorgehen mit Chemotherapie und was es alles sonst noch gibt. Also das wird hier in diesem kleinen Artikel diskutiert und darüber sollte man was wissen. Es besteht auch Hoffnung, dass vielleicht mit molekulargenetischen Methoden, dass die sich vielleicht noch verbessern werden, aber das ist natürlich ungewiss. Wir sind noch nicht in der Lage, klar zu entscheiden, bei wem Therapie einfach enthalten werden sollte. Aber diese Problematik, hier der Autor hat unterschiedliche mathematische Vorstellungen und Modelle entwickelt, die er dann durchgespielt hat. Und also das ist die Diskussion in dieser Arbeit. Dann wollte ich noch ganz kurz erwähnen, die Ketoazidose, die ich in Amerika jede Woche gesehen habe und im Buch nur einmal in 20 Jahren. Aber die kommt zustande natürlich durch Insulinmangel und Glucagonexzess. Und das führt dann, wenn Insulin nicht wirkt, dann führt es zu Fettabbau und die Bildung von Ketosäuren und dann letztendlich zur Ketoazidose und durch der osmotischen Diurese, die durch die hohen Glukosespiegel verursacht werden, Volumenkontraktion und dieses ganze Krankheitsbild mit metabolischer Azidose, das wir gerne vielleicht nicht sehen würden. Diese geht einher mit Typ 1 Diabetes, kann auch bei Typ 2 Diabetes vorkommen, wenn Insulinmangel vorliegt, aber ist Gott sei Dank weniger häufig, sonst würden wir das viel mehr sehen. Und der Grund, warum man das in Deutschland weniger sieht, ist, weil die Typ 1 Diabetiker eine viel bessere Versorgung kriegen als in den USA.
Und die Wirkung von Glucagon sollte man auch wissen. Das Glucagon ist der Gegenspieler von Insulin. Und wenn Insulin nicht funktioniert, sind die Glucagonspiegel hoch und dann Glykogen wird abgebaut und Glucose wird ausgeschüttet und so weiter und so fort. Es geht um das Auftreten von Ketoazidose bei Patienten, die diese neuen SGLT2-Inhibitoren kriegen. Und das sind die Natrium-Glucose-Cotransporter, die in der Niere und auch der SGLT1 ist im Darm. Und wir haben jetzt SGLT2-Inhibitoren, die führen dazu, dass die sollen nur angewendet werden bei Typ-2-Diabetes, dass die dann die Glucose im Urin ausschütten. Und es wird so gemunkelt, dass diese Leute dann eine Gefahr erleiden, Ketoazidose zu entwickeln, was eigentlich bei Typ-2-Diabetes selten vorkommt. Und dies ist eine epidemiologische Untersuchung, eigentlich ähnlich wie die Lithium-Studie. Und ich glaube, Sie sollten dies wenigstens wissen. Man hat hier lauter Typ-2-Diabetiker durch irgendwelche Datensätze hier ergriffen und man hat Leute, die DPP-4-Inhibitoren kriegen, die überhaupt nicht mit Ketoazidose assoziiert sind, im Vergleich zu Patienten, die SGLT2-Inhibitoren kriegen. 38.000 in beiden Gruppen. Und hier sehen wir, dies ist eine Fallkontrollstudie, wenn Sie so wollen, und ob Sie Nephropathie hatten und wie viele. Ich meine, diese Leute waren ziemlich krank und 6 Medikamente in beiden Gruppen und Metformin und Sulfonylharnstoffe haben auch einen Drittel gekriegt und manche spritzen auch Insulin. Also diese Leute hatten Insulinmangel. GLP-1-Agonisten waren hier auch vertreten. Und was wir hier sehen, ist tatsächlich in der SGLT2-Gruppe haben 55 Leute diabetische Ketoazidose entwickelt und in der DPP-4-Inhibitor-Gruppe nur 26. Das heißt, Ketoazidose ist nicht häufig bei SGLT2-Behandlung, aber es kommt zweimal so häufig vor im Vergleich zu DPP-4, was wahrscheinlich das Hintergrundrauschen von Ketoazidose bei Typ-2-Diabetiker entspricht. So, ist da ein erhöhtes Risiko? Es ist nicht groß, aber man sollte es beachten und Sie sollten über diese Nebenwirkung was wissen. Dann in Lancet. Atopisches Ekzem, Krankheitsbild tritt schon in der Kindheit auf, Neurodermitis, furchtbar unangenehm, Juckreiz und ähnliches. Und es geht um die Rolle von Interleukin 4 bei diesem Krankheitsbild und Interleukin 4 führt zu der Bildung von TH2-T-Zellen, von naiven T-Zellen und führt auch zu dieser Interaktion zwischen T-Zellen und B-Zellen, dass die B-Zellen dann aktiviert, das zur Antikörperbildung führt. Und IL-13 ist hier auch involviert. Und ich bin kein T-Zell-Experte und Sie wahrscheinlich auch nicht. Man sollte etwas über T-Zellen wissen und wie die von naiven T-Zellen in TH1 und TH2-Zellen sich entwickeln kann, was die Unterschiede sind zwischen denen und wie TH17-Zellen zustande kommen und ähnliches. Ich habe hier eine ganz kurze Zusammenfassung über diese Abläufe hier gezeigt. Und in dieser Studie haben die Patienten mit atopischer Dermatitis entweder diesen Antikörper Dupilumab gekriegt, der ist gerichtet gegen IL-4-Rezeptor. Das ist ein monoklonaler Antikörper und er blockiert auch die Signale, die durch IL-13 abgegeben werden. Diese Kinder haben auch die haben auch topische Corticosteroid-Salben und irgendwas gekriegt und diese Untergruppen sind dann auch hier gezeigt und Verbesserungsskala, diese EASI-Skala geht darauf hinaus, was der Prozentindex der Haut, die betroffen ist von diesem Krankheitsbild. Das ist alles hier gezeigt und was wir hier sehen, ist, dass die
Der Antikörper war erheblich besser als Placebo, ohne Rücksicht auf, wie die topischen Steroide dann hier verabreicht worden sind in diesen unterschiedlichen Skalen. Und dies ist Abfall des EASI-Wertes und die Werte sind erheblich abgestürzt mit der Antikörperbehandlung im Vergleich zu Placebo. Und Nebenwirkungen halten sich in Grenzen. Gott sei Dank ist keiner gestorben hier oder nur einer, aber ich weiß es auch nicht genau warum, aber die Nebenwirkungen von der Therapie scheinen sich in Grenzen zu halten. So haben alle gejubelt darüber. Zusätzlicher Wert dieser Studie, also Dupilumab plus topische Steroide, akzeptabel, was Sicherheit anbelangt und einen ziemlich guten therapeutischen Erfolg. Dann das nächste Thema ist Biosimilars und ich weiß auch nicht genau, was das ist, aber es geht darum, die Entwicklung von Nachahmerprodukte, die ähnliche Wirkung haben sollen wie das Originale. Und dieses hier ist von der englischen Regierung, glaube ich, unterstützt worden, weil wahrscheinlich Infliximab so teuer ist. Und das macht Sinn, aber dann muss man zeigen, dass das neue Produkt wenigstens nicht schlechter ist als das alte Produkt. Das Krankheitsbild hier war entzündliche Darmerkrankung und die Hoffnung ist, dass diese Biosimilars, die sollen dann billig sein und wenigstens die ähnliche Wirkung haben wie das originale Produkt. Und hier sind die unterschiedlichen Diagnosen von diesen Patienten, die hier verglichen worden sind, die sonst für eine Infliximab-Behandlung in Frage kommen würden. Und diesen Linien, die hier rauf und runter gehen, kann ich auch nicht sehr gut beurteilen. Und diese Abbildung hier sieht mir eigentlich mit einem nackten Auge aus, als wäre Infliximab ein bisschen besser als dieser Biosimilar. Aber anscheinend ist das nicht statistisch signifikant. Und die Autoren waren sehr zufrieden, dass die Nebenwirkungen auch nicht schlimmer waren. Und die deuten darauf hin, dass dies ein Beispiel ist, wo man vielleicht ein billigeres Produkt entwickeln könnte, das dieselbe Auswirkung hat auf das Krankheitsbild. Das kann ich auch nicht genau sagen. Nämlich ich kann mir vorstellen, dass Firmen auch Biosimilars entwickeln und die dann patentieren und für hohe Preise verkaufen. Aber Generic bedeutet, dass es wird nach einem Wirkstoff verschrieben und es ist nicht irgendein Patent unterlegen, wo dann höhere Preise von irgendwelchen Firmen verlangt werden können. Also dies hat wirtschaftliche Gründe, die mir auch nicht so geläufig sind. Und in der nächsten Studie wieder mal ein Antikörper, diesen haben wir schon mal, ich kann den auch nicht aussprechen, macht auch nichts, aber der ist gegen IL-17A. Und es geht um die psoriatrische Arthritis, die auch nach einer bestimmten Skala nach der American College of Rheumatology hier ausgewertet wird. Und zwei unterschiedliche Schemen hier, ob die Leute das einmal im Monat gespritzt haben oder jede zwei Wochen im Vergleich zu Placebo. Und wir können uns schon vorstellen, dass der Antikörper wirksam ist und jede vier Wochen scheint so gut zu sein wie jede zwei Wochen. Und die Leute wurden dann Gott sei Dank etwas besser. Und diese PASI-Skalen auf 90% Verbesserung finde ich schon ziemlich gut. Und das haben hier beinahe die Hälfte erreicht. Und bei Placebo-Gruppe war das natürlich nicht so gut. Nebenwirkungen waren hier auch akzeptabel, finde ich, auf dieser ziemlich komplizierten Einspritzreaktionen würde man auch erwarten. Wir sind an Infektionsereignissen vielleicht am meisten interessiert, aber scheint, als hätte die Antikörpergruppe sich ganz gut geschlagen.
So, diese IL-17A gerichtete Therapie scheint sinnvoll zu sein für diese rheumatische Erkrankung. Dann die Übersichtsartikel sind wichtig, wenn, insbesondere wenn Sie an Rheumatologie interessiert sind. Das erste ist Rheumatoide Arthritis und pathogenetische Mechanismen muss man immer wiederholen. Und ich habe hier die Übersichtsabbildung hier gezeigt, die Umwelt- und Proteinmodifizierung und genetische Faktoren und dendritische Zellen und T-Zellaktivierung und B-Zellaktivierung und wo alles hier mit unterschiedlichen Mitteln angegriffen werden kann und wie man sich das vorstellt, wie das alles zustande kommt. Und das müssen Sie dann selber angucken. Der zweite Übersichtsartikel ist von Gerd Burmeister von der Charité und es geht um neue Behandlungsstrategien bei Rheumatoid-Arthritis und wenn ich das richtig verstanden habe, wie wir das früher gemacht haben, wo wir sehr konservativ anfangen mit Physiotherapie und nicht steroidale Antiphlogistika und dann ein bisschen Steroide und dann vielleicht ein bisschen Infliximab oder Anti-TNF-Therapie, dass man jetzt den Behandlungsschema umgedreht hat, um ganz am Anfang eine gezielte, zielstrebige Therapie durchzuführen, sodass destruierende Gelenkveränderungen weniger wahrscheinlich sind, sich zu entwickeln. Und das wird hier alles diskutiert, was die Strategien sein sollen. DMARD, Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs, das sind diese neuen Wirkmechanismen, die gezielte immunologische Abläufe hier ansprechen. Gerd Burmeister kriegt auch ein bisschen Unterstützung von der Industrie, hat er auch ganz nett angegeben, finde ich auch alles fair. Dann der letzte Patient ist dieser Patient, der hat einen Tumor in Appendix. Und das ist eine unfreundliche Gegend und sehr ungewöhnliche Gegend und eine unfreundliche Gegend, einen Tumor zu haben. Nämlich diese Tumoren im Appendix sind meistens neuroendokrine Tumoren und manche können auch sehr aggressiv sein, obwohl das meistens nicht der Fall ist. Und hier hat man eine CT durchgeführt mit einer Bildgebung für den Somatostatin-Rezeptor und ich werde Ihnen gleich das Bild zeigen, wie das aufgeleuchtet ist und das deutete auf die Möglichkeit, dass dies vielleicht ein Stromatumor sein könnte, die meistens im Magen stattfinden. Dann hat man auch CKIT durchsequenziert und hat da auch eine Mutation gefunden und so sah das Bild aus und das ist die Appendix, aber das kann man schon im nativen CT auch sehen. Und dann, das ist ein Stromatumor und ich würde denken, dass dieser Patient mit Imatinib dann besser geworden ist. Also herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben und nächste Woche geht es weiter mit wieder mal spannenden Clinical Journal Club und wir sehen uns dann. Dankeschön. Danke.